Hallo, grüße dich. Und heute geht es mal um das Thema Online versus Offline Marketing im Bereich B2B. Das ist meine Heimat, ja. Obgleich ich auch schon viel im B2C gemacht habe und sich die Welten zwischen B2B und B2C momentan auch langsam, aber sicher ein bisschen verschmelzen. Aber das ist so ein Spezialthema für sich. Vielleicht mache ich gleich nochmal ein extra Video dazu. Und heute geht es eben online und offline und was ist besser oder was funktioniert besser oder funktioniert offline überhaupt noch oder nur noch online oder umgekehrt. Ich kann gleich mal vorwegnehmen, die richtige Kombination aus den beiden Welten ist das, was am besten funktioniert. Warum, weshalb, habe ich auch schon viele Videos dazu gemacht, beziehungsweise kannst du dir auch sehr, sehr, sehr detaillierte und wichtige, gute Videos in meine Akademie reinziehen. Hier unten findest du den Link dazu, wenn du jetzt auf YouTube dieses Video guckst, ja, beziehungsweise auf Facebook, wenn du das Video guckst, dann eben auch hier unten linken und so. Und zwar grundsätzlich mal müssen wir uns hier Folgendes vor Augen halten, ja. Das heißt, völlig gleichgültig, ob online oder offline, gewisse Gesetzmäßigkeiten sind immer die gleichen, ja. Gewisse Gesetzmäßigkeiten, und was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt entweder oder, ja, wir haben hier Kaltakquise, ja, wir reden jetzt mal, sagen wir mal davon, dass wir Neukunden generieren wollen. Ja? Also Neukundenakquise, hier haben wir die sogenannte Kaltakquise. Ja, machen wir mal schön blau hier. Ja, da wohl ja auch viele drauf schimpfen und es ist verboten am besten noch und so weiter. Das ist alles Bullshit, ja, im B2B sowieso. Selbst im B2C ist Kaltakquise möglich, ja. Ja, man muss halt nur entsprechend gewisse Bedingungen einhalten. Ja. Auf jeden Fall Kaltakquise auf der einen Seite, letztendlich auf der anderen Seite, das ist offline, sagen wir mal jetzt, das sagen wir einfach offline. Ja. Denn wenn ich mit Leuten über Kaltakquise spreche, komischerweise verstehen die Leute halt immer offline. Ja. Warum, weshalb, weiß ich auch nicht. Aber im Gegensatz dazu ist einfach Traffic. Ja, Traffic. Traffic einkaufen, und ich habe es hier auch blau gemacht, weil es ebenfalls ja, kalt ist. Ja. Also gut, Online-Traffic, machen wir es hier trotzdem mal so rein, Online-Traffic, ja. Letztendlich ist beides kalt. Ja. Und hier muss ich bezahlen dafür, pro Klick in der Regel. Und hier muss ich bezahlen, ja, pro Klick oder per Impression. Und hier bezahle ich halt pro Netto, Brutto-Call, ja, Lead, ja. Das heißt, ich kann hier zahlen unterschiedliche Bezahlungsmodelle. Ich kann hier pro Klick, Kost per Klick zahlen. Ich kann Kost per Lead zahlen, ja. Und siehe da, auf der Offline-Welt ist es genau das Gleiche. Kost per, das ist nicht der Klick, sondern Kost per Call. Ja, CPC, Cost per Call, ich mache mal Call, so, ne? Dass du hier den Unterschied hier siehst, Cost per Call, Cost per Klick, ist aber genau das gleiche, ja, oder Cost per Lead, ja, machen wir mal ein kleines Lead hin, ist exakt identisch, ja, und das, was uns hier interessiert natürlich, aus diesen ganzen Aktionen, wo wir einen Haufen Kohle reinkippen, ja, Marketingbudget, Zaster, ja, wollen wir natürlich wieder was dafür zurück. Natürlich mehr, als wir reingegeben haben. Also die erste Größe, die uns hier interessiert, sind natürlich die Interessenten. Ja, wie viele Interessenten, also Leads letztendlich, egal welches Kostenmodell ich auswähle, ob jetzt CPC oder CPL, ich will letztendlich immer Interessenten, die ich dann in natürlich Kunden verwandle. Kunden und hier Umsatz und Gewinn mache, ja, und dieser Gewinn soll natürlich höher sein, Umsatz, Schrägstrich Gewinn, Steigerung, ja, Steigerung, ganz, ganz wichtig. Und hier ist es in der Regel so, dass wir sagen, okay, beim Traffic, kalter Traffic, da sind wir schon recht gut bei einer Konvertierungsrate, das heißt, wie viel von denen, wo ich da drauf schicke, auf meine Opt-in-Page ist es in der Regel hier, eine Opt-in-Page zum Beispiel, ja. Ich habe eine Opt-in-Page für, ja, sagen wir mal, White Paper,
zum Download, ja, Download, eine Opt-in-Page für ein Webinar, eine Websession, ja, ob das B2B ist oder B2C, beides funktioniert perfekt. Hier habe ich sie halt nur am Telefon und da schicke ich sie wohin? Auch wieder zu einem Opt-in, entweder ich schicke eine E-Mail, ja, Kontaktdaten nehme ich auf, Kontaktdaten, ja, ich hole mir teilweise schon, ich mache teilweise schon Bedarfsanalyse. Achtung, Bedarfsanalyse hier wäre dort ein Formular, wo die Leute irgendwas reinschreiben müssen. Ja? Was häufig eine Hemmschwelle ist, überhaupt sich einzutragen, überhaupt ein Lead oder ein Interessent zu generieren. Und das ist eben einer der ganz großen Vorteile von telefonischer, also Offline-Kaltakquise. Ich würde hier eben mal sagen, wir machen hier nicht offline, sondern telefonisch. Telefonisch. Ja, weil offline ist ja eine ganze Menge von Dingen. Ich sage mir mal Dialog-Marketing oder telefonisch. Ja? Das ist das, was wir auch sehr stark machen im B2B. Warum? Das ist einer der Gründe hier. Einer der Gründe ist die Bedarfsanalyse. Ja? Die Bedarfsanalyse können wir hier sozusagen teilweise schon im Erstkontakt vollziehen. Und wenn auch nur teilweise. Manchmal haben wir nur 2-3 Minuten Zeit, manchmal auch nur 60 Sekunden, der sogenannte 60-Sekunden-Pitch. Im Online-Marketing ist das Ganze ein bisschen komplexer, weil da müssen wir erstmal hier, müssen wir zwei Schritte. Im Online-Marketing, okay, es gibt auch Vorteile im Online-Marketing, ganz klar, da kann man skalieren und so weiter, aber auch hier können wir skalieren, wir brauchen nur mehr Leute. Ja? Aber beides ist gut und in Kombination ist auch gut. Ja? Aber ich habe halt hier, ich brauche erstmal ein Opt-in generieren, ja, ich muss erstmal die Kontaktdaten mir einholen sozusagen. Kontaktdaten einholen, ja, so wie hier, ja, und dann im nächsten Schritt brauche ich jemanden, der dann diese Kontaktdaten abtelefoniert, okay, hier ist es ein Schritt, ein Go, ja, nicht immer, aber die Möglichkeit besteht, die Kontaktdaten einzuholen im Erstkontakt von dem Interessent. Ja, dadurch ist es bereits ein Interessent, sonst würde die Kontaktdaten nicht hergeben, also es ist bereits konvertiert in ein Interessent, und gleichzeitig Bedarfsanalyse zu betreiben oder eine Wiedervorlage eben zu machen, dann wäre ich eben auch auf demselben Niveau wie hier drüben. Ja. Um dann den Kunden sozusagen weiter zu qualifizieren. Und hier dazwischen ist die Qualifizierung. Ja. Der Qualifizierungsstep. Und dieser Qualifizierungsstep, da treffen sich wieder die beiden Welten, weil der geht in der Regel im B2B, ja, sowieso nicht, und im B2C manchmal auch nicht, ohne Telefon. Ja, das heißt, hier machen wir einen, ja, das soll ein Telefon sein, und hier sowieso ein Telefon. Ja, dann sind wir eh wieder beim Telefon. Ja. Und das heißt, hier in der Mitte unseres Vertriebsprozesses steht die Qualifizierung, die Weiterqualifizierung, sprich die Qualifizierung als solches. Also relativ entscheidender Punkt, weil sich da, egal welche Wege du wählst, online oder offline, es gibt nur die zwei Möglichkeiten oder eine Kombination daraus, was in der Regel auch sehr, sehr gut funktioniert, auch sehr empfehlenswert ist. Du endest immer mit der telefonischen Qualifizierung irgendwo an irgendeinem Punkt, bevor du den zum Kunden verwandelst. Und hier, ab hier gibt es ja erst Umsatz, ab hier gibt es ja erst Asche, ja, Kohle, Umsatz. Ja. Und das ist das, was wir hier wollen. Ja. Wir wollen hier Euro oder Dollar. Ja. Das ist ja unser Ziel. Und das heißt, hier bei der Qualifizierung, bei der telefonischen Qualifizierung, da wird ganz, ganz viel entschieden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier gute Leitfäden hat, die man sich sozusagen verinnerlicht, dass man sie nicht ablesen muss und die man auch stetig, ständig weiterentwickelt. Ich habe so viele Fälle, wo ich immer wieder Leute sehe und auch leider immer wieder Mitarbeiter von mir, wo ich dann wieder auf die Finger klopfen muss und sage, du hast doch gesehen, dass
dieser Einstieg oder dieser Satz oder jener Satz in diesem Fall und in jenem Fall nicht so gut funktioniert hat wie vielleicht was anderes. Also probier doch mal was anderes. Das heißt, du musst deinen Leitfaden bitteschön immer weiter entwickeln, immer wieder überarbeiten, immer wieder verbessern und auch mal verändern. Denn wir sind hier nun mal im Dialog. Deswegen heißt das Ganze ja auch Dialogmarketing. Also telefonisch ist Dialogmarketing. Ja? Und Dialog ist das lateinische Wort, glaube ich, für Austausch. Okay? Verstanden? Austausch. Das heißt, One-to-one, das heißt ich und noch ein Mensch, ja, in der Regel. Manchmal sind es auch zwei oder drei. Ja. Aber das bedeutet, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Fall ist unterschiedlich und jedes Mal lernen wir auch wieder was dazu. Und bestimmte Märkte verändern sich auch ganz schnell. Das heißt, mein Leitfaden muss sich stetig anpassen. Den Marktbedingungen, den Bedürfnissen meiner Kunden, den Kundensegmenten, den Produktvariationen, die sich ständig vielleicht ändern in meinem Produktportfolio, etc., etc., etc. Ja, also ganz, ganz wichtig. Hier mal ein paar grundsätzliche, das nehme ich jetzt mal heraus, diesen Part nehme ich jetzt mal hier raus, auf ein extra Slide. Ja, und zwar grundsätzlich gilt beim Leitfaden. Weil ja so viele Leute nach dem Leitfaden fragen und die wollen immer diesen Leitfaden, den sie einfach nur noch runterladen müssen, und es gibt so viele Kurse da draußen und irgendwelche Bücher und Kurse, die teilweise Tausende von Euro kosten, wo dann dort steht, ihr kriegt all unsere Vorlagen, alle unsere Vorlagen. Ja, okay. Und dann wird der Kurs irgendwie 10.000 Mal verkauft und dann nutzen die alle diese Vorlage. Hä? Ja, da muss ich immer an Marty McFly denken, Zurück in die Zukunft, Teil 1, 2 und 3. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt, wenn ihr sozusagen in meinem Alter sind auf jeden Fall. Da hieß es immer, Marty McFly, jemand zu Hause, Marty, jemand zu Hause, Marty. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich noch. Und genau das muss ich auch fragen. Also ich würde niemals einen Kurs kaufen mit irgendwelchen Vorlagen von Leitfäden und E-Mail-Vorlagen und die dann auch noch benutzen, wo andere, hunderte von anderen die gleichen auch benutzen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ja? Also sorry, ich bin nur sehr ungern negativ, aber in dem Fall schon. Aber das reine Grundprinzip, da solltest du dir einfach sagen, okay, jeder Leitfaden sollte vom Grundprinzip her so oder so ähnlich aufgebaut werden. Also zum einen ist es, du musst das Ziel deines Kunden kennen, deines Gesprächspartners, egal ob off oder online, ist genau das Gleiche. Ja? Wenn du das Ziel kennst, ja, den Grund, ja, Begründung, oder auch Engpässe, Begründung, warum er noch nicht an seinem Ziel ist. Ja, also, ganz, ganz wichtig. Und dann das nächste. Und das ist sozusagen, Ziel ist letztendlich hinzu. Okay, das ist letztendlich auch etwas, was mit Freude zu tun hat. Ja, Freude, Leidenschaft. Ja, also ich will sozusagen heiraten. Okay, ich freue mich drauf. Ich bin leidenschaftlich, ja. Ich will mir einen neuen Server kaufen, ja, ich freue mich drauf, bin leidenschaftlich. Ich will mir einen neuen E-Shop kaufen, weil ich eben mehr Umsatz machen will, ja. Und jetzt bin ich aber da noch nicht und da gibt es ja irgendeinen Grund, ja. Warum bin ich da noch nicht? Das ist der zweite Teil, das ist der Mittelteil, das ist sozusagen der Startteil eines Leitfadens. Das hier ist der Mittelteil. Wie auch immer du den dann formulierst und so weiter und stetig weiterentwickelst. Aber das ist so das Grundprinzip vom Leitfaden. Das ist der mittlere Teil, die Begründung, warum er noch nicht beim Ziel ist. Hier findest du letztendlich die Engpässe heraus, die Ängste, ja, Ängste, Schmerzpunkte. Das kann Budget sein, das kann der Chef sein, ja. Das kann eine Krise sein, das kann die Marktsituation sein, das kann aktuelle
Übernahmen sein im B2B häufig, sind irgendwelche Übernahmen, Aufkäufe, IT-Umstrukturierungen, Personalumstrukturierungen, neue Chefs, ja, die wieder alles über den Haufen schmeißen, die teilweise noch gar nicht so richtig eingearbeitet sind, irgendwelche Entscheidungen fällen und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten gibt es hier. Und dann hier, das ist der Hauptteil, das ist der Hauptteil, so, das ist der Hauptteil, mit dem solltest du sehr, sehr ausführlich das hier, das ist wichtig, das ist genauso wichtig, das sind alle drei Teile eigentlich gleich wichtig, ist die Bereitschaft, diesen Schmerz zu überwinden. Bereitschaft, Schmerz zu überwinden. Das heißt, häufig ist es so im B2B, dass du dich hier deinen Entscheider, deinen Ansprechpartner, wen auch immer, oder mehrere Leute zu Verbündeten machst, ja, zu Verbündeten, dass du sozusagen denen irgendwas lieferst, ja, Informationen, Showcases, Szenarien, Workshops etc., Potenzialworkshops, um gewisse Potenziale zum Beispiel zu eruieren, aufzudecken, ja, und dann dort einfach dafür schon mal Termine machst und diese Workshops teilweise auch schon bezahlt sind, das heißt, da fließt schon mal erstes Geld, um dir dann intern, ja, das kann sein von Abteilung zu Abteilung, das heißt, kann sein Schmerzpunkt, Marketingabteilung will A, Lösung A, IT-Abteilung will Lösung B. Ja, Vertriebsabteilung will Dienstleister Z und IT-Abteilung aber möchte weitermachen mit Dienstleister Y. Ja, oder also quasi horizontal, ja, oder vertikal, das heißt, die Geschäftsführung ist nicht davon überzeugt, dass es sich lohnt, so und so viel zu investieren, weil wegen dem Return on Invest, also wann würden wir das Geld wieder zurückbekommen, oder die Prioritäten, ja, hier zum Beispiel Engpässe, Prioritäten, also Prioritäten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du in den Leitfaden immer mit drin haben musst, wo sind aktuell die Prioritäten für das X, Y und Z und wenn da und hier dort die Prioritäten eben niedriger sind wie dort, ja, warum ist es so, ja, woran liegt das und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, ich werde dir keinen kompletten Leitfaden geben, ja, weil den musst du dir bitte schön selber erarbeiten, weil es nämlich Schwachsinn ist, einfach einen Leitfaden zu erstellen und dann den weiterzugeben, hundertfach, und die dann alle mit dem gleichen Leitfaden arbeiten. Ja. Das mache ich bei meinen Mitarbeitern auch nicht, obwohl ich nur ein paar Mitarbeiter habe in der Regel, aber es ist genauso wie mit den E-Mail-Vorlagen. Ja. E-Mail-Vorlagen zu erstellen und dann die hundertfach weiterzuverkaufen, im Zuge einer Akademie oder eines Videokurses ist für mich also kompletter Schwachsinn oder einfach zu verteilen im Internet. Ja? Einfach habe ich schon begründet, warum. Ne? Und diesem Hauptteil eben die Bereitschaft, diesen Schmerz zu überwinden. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel ein gewisses Potenzial gemeinsam erarbeiten würden, mein lieber Kunde, ja, oder noch nicht Kunde, wären Sie dazu bereit, dass wir dann gemeinsam zum Beispiel zur IT-Leitung gehen oder zur Geschäftsleitung und dieses dort mal präsentieren, ja, in einem gemeinsamen Vortermin oder Webex oder was auch immer. Also, das ist sozusagen, das sind diese drei Bestandteile, ja, des Leitfadens, ganz, ganz wichtig. Das sind immer die gleichen, ja, das ist immer der gleiche Prozess. Also das kannst du dir zum Beispiel schon mal merken. Und welche Leitfäden du auch immer für dich oder deine Mitarbeiter erstellst, ja, das ist zuerst das Ziel, wo soll die Reise hingehen, ja, das ist nichts, was ich zu bestimmen habe, ja, weil das kann ich gar nicht, das kann ich vielleicht im B2C machen, ja, dass ich jemanden davon überzeuge, der nicht verheiratet ist, ja, du musst unbedingt eine Freundin finden, ja, unbedingt verheiraten, weil das ist das nur Nonplusultra, ja. Im B2B wird es eher selten passieren, dass ich die Ziele vorgebe, sondern die muss ich eruieren, die muss ich herauskitzeln, herausfinden. Vor allen Dingen Ziele, die sozusagen jemand hat,
die basieren meistens auf hinzu und das ist intrinsisch motiviert, ja, sozusagen, deswegen ist es auch so wichtig, es kommt von innen heraus dann teilweise auch, je nachdem, was du eben verkaufst, natürlich, klar. Dann die Begründung, Engpässe, warum noch nicht an diesem Ziel? Ja, wenn ich ein Ziel habe, gibt es immer Gründe, warum ich noch nicht dort bin. Zeitmangel, Geldmangel, Entscheiderwege, was weiß ich, egal, B2B, B2C, teilweise echt, dieses Prinzip kannst du eigentlich für alles anwenden. Und dann eben herausfinden, wie hoch ist die Bereitschaft. Ja? Prioritäten habe ich hier schon hingeschrieben, hier nochmal Prioritäten neu definieren eventuell. Ja? Denn du kennst den Spruch, ich hatte dafür noch keine Zeit. Den höre ich irgendwie 3000 Mal am Tag. In Wirklichkeit gibt es das nicht. Keine Zeit. Es gibt nur keine Priorität. Ja, du kennst wahrscheinlich den Spruch, ja, wenn du mit deiner Freundin irgendwie was Hübsches unternehmen willst und sie sagt, nee, keine Zeit, dann genießt du eben gerade nur keine Priorität. Ja, und umgekehrt auch. Ja. Das gilt auch für Freunde oder sowas. Ja, also das ist leider... Also, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit diesem Video. Hier ging es eben um das Thema Leitfaden, weil es ein sehr, sehr häufig nachgefragtes Thema ist. Ich denke mal auch unter dem, einer der Hauptgründe dafür ist, weil die Leute einfach recht gerne den optimalen, super perfekten Leitfaden haben, mit sozusagen die magische, wie nennen wir bei Harry Potter, ja, diese magische, schreib mir das unter die Kommentare, wenn du weißt, was ich meine, diese magische, den Zauberstab, ja, den Leitfaden oder die Vorlage, ja, so als die Magic Wand, ja, auf Englisch, den Zauberstab sehen, ja, und wenn du musst nur das nutzen und runterlabern und dann hast du sozusagen deinen Umsatz schon mal verdoppelt. Natürlich kompletter Schwachsinn, ja, also bei sowas kann ich mich aufregen. Aber gut, ich hoffe, das kann dir weiterhelfen. Wenn ja, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.